Also, hallo Gregor, wir sind hier beim Open Space in Karlsruhe bei der Blue Hands Firma. Da möchten wir uns auch noch mal kurz bedanken, dass die Räumlichkeiten jedes Jahr zur Verfügung stellen. Sag uns mal kurz was zu deiner Person. Wer bist du? Wo arbeitest du? Ja, ich bin Gregor Bieswanger, komme aus Ingolstadt, habe in Ingolstadt eine eigene .NET User Group, die in.NET. Bin derzeit freiberuflich aktiv als Autor, Berater in dem Bereich Softwarearchitektur oder Softwareprozesse, aber auch auf andere Schwerpunkte von Microsoft-Technologien, wie zum Beispiel XAML, Windows Store Apps etc. Okay, also kompletter Microsoft-Stack hoch und runter. Genau. Mhm. Sag mal kurz was zu deiner User Group, was wird da gemacht? Vielleicht machst du ein bisschen Werbung in eurem Umfeld dort. Ja, bei uns kommen namenhafte Speaker aus der .NET-Community vorbei und erzählen halt etwas zu ihrem Know-how, was sie eben sehr, sehr gut können. Und kommen da nur Speaker oder macht ihr auch selber Vorträge? Nee, wir machen auch selber. Wir hatten jetzt auch schon Coding Dojos, das heißt, wo wir so Entwickleraufgaben hatten, wo wir gemeinsam diese Entwickleraufgaben halt einfach durch bestimmte Praktiken üben konnten. Mhm. Ja, das, so ist das halt im Open Space, haben wir jetzt gerade zwischen reingeschoben. Machen wir weiter. Du bist jetzt hier am Open Space. Wie bist du auf den Open Space gekommen? Bist du hier öfters? Also ich war schon beim allerersten .NET Open Space Südtreffen. Also ich war bisher nur beim Südtreffen. Und der Gedanke, der hier dahinter steckt, das ist also wirklich 120%ige Community pur. Das ist das, was mich hier richtig anzieht. Und besseres Wissen und Erfahrungsaustausch, also Wissensaustausch, kann man nirgendwo anders erreichen, wie eigentlich auf solchen Community-Events. Das heißt, Open Space im Vergleich zu, sagen wir mal, normalen Veranstaltungen mit fertigen Sessions und Speakern und so, im Verhältnis zum Open Space, was würdest du sagen? Wo sind da die Unterschiede? Wann lohnt es sich mehr? Ja, die Unterschiede sind, weil hier aus unterschiedlichen Sichtwinkeln aus deren Praxis berichtet wird. Das heißt, vorne bei einer klassischen Konferenz steht halt der Speaker da, wo man ausgeht, dass er eben die tolle Erfahrung mitbringt und auch wirklich davon weiß, was er redet. Und beim Open Space kommen halt wirklich eben unterschiedliche Sichtweisen aus der Praxis und das rüttelt einen wach. Man kriegt einfach neue Sichtweisen, die man dazu gewinnt und das ist eigentlich schon ein riesen Benefit, den man dazu gewinnt. Plus, dass man natürlich hier viele Freundschaften, Kontakte aufbaut, die eben lange nach diesen Community-Treffen halten und das ist schon alles, was einen riesen Mehrwert gibt. Also meinst du jetzt so diese Bierlaune, diese ominöse? Ja, das ist natürlich hier auch, ja. Was würdest du sagen, was bringt dir mehr? Open Space Besuch oder eine richtige Konferenz zu besuchen, wenn du das so sagen möchtest überhaupt? Ich finde, man braucht schon auch eine gesunde Mischung. Das heißt, hier holt man sich sozusagen unterschiedliche Sichtweisen, aber gerade wenn man auch in einem Projekt steckt und muss halt so unterschiedlichen Themen feste Punkte sicher wissen, dann ist natürlich das bei so einer kommerziellen Konferenz auch wieder jeder Cent wert, dass man das Ganze besucht. Okay. Was sind denn für dich jetzt an diesem Wochenende so deine wichtigsten und interessantesten Themen, wo du sagst, oh, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Das ist sowas, was mich momentan stark interessiert. Ja, jetzt dann gleich nach der Pause schauen wir uns mal das Thema JavaScript-Architektur an. JavaScript wird ja wieder richtig stark gehypt und wie viele Frameworks es jetzt momentan auf dem Markt gibt und jeder schwärmt natürlich, wie toll das ist und das möchte ich mir jetzt einfach mal von der Community anhören. Was verwendet wer und inwieweit hilft es auch wirklich weiter oder übertreibt man nicht jetzt einfach mal ein bisschen zu viel mit den ganzen Frameworks? Gerade bei JavaScript, was ja eben so eine stark dynamische Sprache ist. Und ja, damit schon eigentlich viele, viele Schwierigkeiten mit sich kommen. Was wir vorher auf der Pause hatten, hochinteressant war das Thema Domain-Driven Design. Ein Dauerbrenner. Dauerbrenner und waren natürlich auch wieder viele, viele interessante neue Infos dazugekommen. Mhm. Das sind so deine zwei Top-Themen von diesem Wochenende? Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. Okay, dann bedanke ich mich für das Interview. Super, danke.